Was ist da los in Hessen? Schnee fällt und schon bricht alles auf den Straßen zusammen. Aber woran liegt es, dass wir bei diesem Wetter sofort im Chaos versinken, während Orte, in denen jedes Jahr deutlich mehr Schnee fällt, damit keine Probleme haben? Das klären wir heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau. Schnee und Eis fordern ihr erstes Todesopfer auf Hessens Straßen. In der letzten Nacht stirbt ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der A5 bei Reinhardshain. Er ist auf ein Stauende aufgefahren. Drei Fahrzeuge werden ineinander geschoben. Der Rettungshubschrauber war angefordert, konnte aber aufgrund des Nebels nicht landen. Ein Lkw war total beschädigt. Der Fahrer ist leider auch in dem Fahrzeug verstorben. Und die anderen Lkws waren auch schwer beschädigt. Drei Tage Schnee und schon totales Chaos auf Hessens Straßen. Kilometerlange Staus, Menschen gefangen in ihren Fahrzeugen, teilweise über 24 Stunden. Alles gut bei euch? Braucht ihr Tee? Wir haben heißen Tee? Okay. Auf Social Media wird so heiß wie der Tee diskutiert, warum Hessen in gerade einmal 10 cm Schnee zu versinken droht. Wo waren die Räumfahrzeuge? Ich habe auf einer Strecke von 50 Kilometern keinen einzigen gesehen. Haben wir keine mehr oder wie sieht das aus? Das ist nicht normal. Bei 10 cm Schnee bricht das Chaos aus. Lkw-Fahrer sind genervt von dem Fahrverhalten ihrer eigenen Kollegen. Es ist eigentlich Überholverbot zu dem Zeitpunkt gewesen. Und nur weil sie dann meinen, 100 Meter weiterzukommen, wird eine komplette Autobahn gesperrt. Dann natürlich vorne sich ein LKW quergestellt hat, kamen wir hier nicht mehr weiter. Dann ist noch ein Litauer hier an uns vorbeigeschossen. Der hat auch die Leitplanken getrümmt touchiert und der kam auch nicht mehr dann weiter. Und deswegen stehen wir jetzt alle hier. Es ist mittlerweile so weit, dass die Leute einfach fahren ohne Hirn und Verstand. Nachdem heute Morgen auf der A5 noch Stillstand herrscht, entspannt sich die Lage im Laufe des Tages. Die Autobahnmeisterei nutzt Lücken zum Streuen und Räumen. Die zuständige Autobahn AG ist dennoch wütend wegen vieler Lkw-Fahrer. Das Benutzungsverbot, was wir ausgesprochen hatten, besagte zum einen eigentlich ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen, zumindest aber wenigstens eine Handlungsempfehlung, entweder eine Rettungsgasse freizuhalten, beziehungsweise die dritte Spur, soweit wir die hier in Nordhessen haben, wir die ja sehr häufig, die dritte Spur nicht zu benutzen. Und das ist in den letzten zwei Tagen leider immer wieder nicht eingehalten worden. Und das, obwohl alle Radiosender das Linksfahrverbot seit gestern Mittag melden. Viele Lkw-Fahrer ignorieren den Hinweis. Der Leiter der Verkehrszentrale Deutschland hofft deshalb auf neue Technik. Für die Zukunft denken wir sehr stark drüber nach und arbeiten auch dran, Informationen direkt in Fahrzeuge übertragen zu können. Das ist Fahrzeuginfrastrukturkommunikation. Also der Verkehr der Zukunft wird vernetzt sein und dann wird man solche Informationen auch sehr viel gezielter in die Fahrzeuge bringen. Das befindet sich gerade in der Einführung. Also das Fahrverhalten der Trucker ist wohl eins der Probleme. Warum allerdings bei gerade einmal knapp 10 cm Schnee so ein Chaos ausbricht, ist immer noch nicht ganz klar. Denn durch Eis und Schnee fahren müssen auch Trucker im Nachbarland Österreich. Und da sind frühe und starke Wintereinbrüche allerdings nichts Besonderes und führen auch nicht zu solch einem Chaos wie aktuell in Hessen. Also woran liegt's, dass Hessen im Ausnahmezustand versinkt, sobald der Schnee leise rieselt? Haben wir zwei Gebirgsautobahnen mit dem Brennerpass und dem Arlberg. Und natürlich sind hier alleine schon die Fahrzeuge anders ausgerüstet. Natürlich haben wir viel, viel öfter einen Niederschlag in Form von Schnee und haben deswegen vielleicht einen Vorteil, was den Winterdiensteinsatz betrifft, aufgrund unserer langjährigen Erfahrung. Also die Ausrüstung der Fahrzeuge ist ein großer Faktor. Viele haben die falschen Reifen. Aber auch organisatorisch ist uns Österreich weit voraus an solchen Tagen. Einmal haben wir einen eigenen Wetterdienst und aufgrund der Prognosen dieses Wetterdienstes bereiten wir uns auf solche Einsätze vor. Wenn wir solche Prognosen haben und solche Wetterereignisse erwarten, kommen Abschleppdienste in einer Art Funktion Standby bei uns zum Einsatz, damit wir möglichst rasch die Autobahn wieder frei bekommen. Die Lösung lautet also, einfach besser auf solche Situationen vorbereitet sein. Am Wochenende soll es ruhiger werden. Das kann Hessen ganz sicher gebrauchen. Wenn ihr weiter gut informiert sein wollt, lasst uns gerne ein Abo da.